Leckere Chocolate Chip Muffins mit Zartbitterschokolade. Nicht zu süß und perfekt zu einer Tasse Tee. Diese sind einfach herzustellen und heute zeige ich euch, wie ich das tue. Für meine Muffins verwende ich 200 Gramm Mehl, 133 Gramm Joghurt, 2 Eier, 200 Gramm Zucker, Butter, die ist zum Teil geschmolzen, 2 Drittel Packung von Backpulver und ein wenig Vanilleextrakt. Später gebe ich noch Zartbitterschokolade dazu. Zuerst vermische ich die ganzen weichen Zutaten oder feuchten Zutaten. Ich gebe zuerst einen Esslöffel Butter zu meinen Eiern und Joghurt und dann sorge ich dafür, dass das Rest vom Butter auch schmilzt und dadurch auch zur Raumtemperatur kommt. Dann gebe ich den Zucker dazu und ca. 2 Teelöffel Vanilleextrakt. Jetzt zu den trockenen Zutaten. Ich gebe zu meinem Mehl eine 2/3 Packung von Backpulver. Das verrühre ich einfach schnell mit einer Gabel und bin dann fertig mit den trockenen Zutaten. Für Schokolade verwende ich eine Zartbitterkuvertüre. Ich habe hier ca. 100 Gramm. Bis zu 140 Gramm würde ich euch empfehlen. Danach wird es ehrlich gesagt zu schokoladig und ja, es gibt auch zu schokoladig. So, ich gebe jetzt einen Großteil von der Schokolade zum Mehl dazu. Ein paar große Stücke lasse ich zur Seite für später. Dann kommen die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten. Das Ganze wird gut verrührt. Und dann kann ich sie schon einfüllen, diesen Teig einfüllen in meine Cupcake-Förmchen. Da Ästhetik ja auch immer eine Rolle spielt, verwende ich hier nicht fettabweisende Cupcake-Förmchen in Weiß. Denn später, wenn die Cupcakes durchgebacken sind, kann man hier durchsehen und die Schokoladestückchen sehen. Und das finde ich ganz appetitlich. Zum Auffüllen der Cupcake-Förmchen verwende ich diese Messbecher. Bei einem 1/4-Tassen-Messbecher sind die Cupcakes später in der perfekten Größe, um sie zu dekorieren mit Buttercreme oder wie ihr möchtet. Mit einem 1/3-Tassen-Messbecher schauen die Muffins aus der Form raus und das passt mir bei Chocolate Chip ehrlich gesagt mehr. Damit ich den Unterschied zeigen kann, verwende ich für die 6 auf der linken Seite einen 1/3-Tassen-Messbecher und einen 1/4 auf der rechten Seite. Zum Schluss gebe ich noch die restlichen Zartbitterschokoladenstückchen auf die Cupcakes drauf und dann geht das Ganze in den Ofen, vorgeheizt auf 180 Grad für ca. 18 bis 20 Minuten. Und so sehen sie danach aus. Ich lasse sie noch kurz für ca. 5 Minuten im Backblech stehen, um zu abkühlen. Auf der linken Seite seht ihr, wie die Cupcakes ein bisschen rausschauen. So finde ich sie eigentlich am leckersten, weil ich sie nicht mehr dekorieren werde. Und auf der rechten Seite sind die Cupcakes, die nur mit einem 1/4-Tassenbecher gefüllt wurden. Und die wären jetzt ideal zum Dekorieren mit Buttercreme. Dann hole ich sie aus der Backform raus und kann sie verzehren. Ich hoffe, dieses Rezept und Anleitung haben euch gefallen. Über euren Feedback würde ich mich wie immer freuen. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr abonniert, denn dann seht ihr weitere leckere Videos von mir. Danke fürs Zuschauen und bis bald.